Kann ich dann sagen, ich weiß nicht, ob es das nur einmal gibt, den Laden, oder ob das eine Kette ist. Ich sag mal so, Obi hat ja manchmal auch so Tierabteilungen gedöns. Und das ist halt so ein ähnlicher Laden. Da habe ich sonst immer gekauft. Und da zahlt man für so eine komische Pflanze. Weiß ich nicht. Also für eine Pflanze, die Mr. Turtle nicht kaputt beißt, bestimmt 6, 7 Euro oder so. Und bei den Typen habe ich jetzt 5 bezahlt, glaube ich. Oder noch weniger sogar. So, tauschen. Och man, hör doch mal auf mit dem Kackschlecker, ey. Oh, ja. Also, und? Der hat gesagt, dass ich immer mal wieder vorbeikommen darf. Weil ich habe den nach Schnecken gefragt. Und da hat er gesagt, ja, ich hole da manchmal so 30, 40 Schnecken aus einem Aquarium raus. Manchmal häufen die sich da irgendwie. Und als ich jetzt da war, hatte der mir, ich glaube, 5 oder so aus einem Aquarium rausgeholt. Oh, Pikachu ist tot. Guck mal einer an. Christoph. Glut. Ja, auf jeden Fall hat er gesagt, weil er die sonst wegschmeißen würde, die Schnecken immer. Weil es sind halt so unerwünschte Schnecken. Hat er gesagt, ja, der wird die immer so ein bisschen aufbehalten und dann, wenn ich vorbeikomme, dann drückt er mir die in die Hand. Und Mr. Turtle frisst sie sehr, sehr gerne. So. Christoph reicht Level 24, sehr schön. Christoph versucht Raserei. Macht das nur die Initiative höher? Hat er noch Heuler oder sowas? Ja, hier gegen Heuler tauschen. Können wir mal gucken, was Raserei ist. So. Ich hoffe mal, wohin ist der Geist gegangen? Weiß ich nicht. Oh, hier geht's ja noch weiter. Oh, es ist so ätzend. Meine Nase ist noch total kaputt von Nasenschneuzen die ganze Zeit. Ich habe auch leider meine Nasendusche. Was ist das denn? Vergessen? Am Wochenende? Weil ich habe meinen neuen Lebensretter gefunden. Und zwar eine Nasendusche. Ich liebe Nasendusche. Es macht einfach die Nase frei. Oh Mann, ey, ich kann jetzt nicht kämpfen. Kämpfen. Kann man hier mit dem Fahrrad fahren? Ich glaube nicht, ne? Achso, ja, stimmt. Christoph kann sich vor uns nicht bewegen. Oh, dann gehen wir. Ich schneid das raus am besten. Also wir sehen uns hier wieder, wenn ich wieder da bin. Ne? So, und wir sind wieder hier. Wir fangen, denke ich mal, oben rechts an und arbeiten uns dann nach unten durch. Ich habe mich noch nicht mal bewegt. Mann. So. Es gibt kein Entkommen. Okay. Du hast bestimmt auch einen Nebulag. Natürlich. Level 22. Ich versuche den jetzt mal hier mit Christoph kaputt zu kriegen. Blut! Oh. Das ist nicht so gut.
Ach, Mann. Komm schon. Bitte. Oh, fuck. Aber wir kriegen das jetzt hin. Warum darf der jetzt nochmal? Weil wir paralysiert sind oder was? Oh, der hat doch nur noch ein Pizzelchen gehabt. Ach stimmt, Shannon kann ja auch noch kämpfen. Ganz vergessen. Shen kann ja auch noch kämpfen. Welch ein Albtraum. Okay. Hier ist sonst nichts. Was ist das da für ein... Oh, da sind noch eine. Gib mir deine Seele. Die sind alle ganz komisch drauf. Ein Apollo. Stimmt. Nebulak, Apollo und Gengar. So war das, glaube ich. So, du kannst das nicht. Wobei Apollo schon sehr geil hier aussieht. Boah. Ach man. Das passiert hier irgendwie voll oft. In Gelb. Ich meine in Gold. In Gold. In Gold wäre das nicht so oft gewesen. Ach. Gott, das. Hallo. Hast du noch eins? Oh, der erreicht Level 24. Sehr schön. Ach, sehr schön. So. Komm her, mein Junge. Ich habe deine Stelle mit weißer Magie versiegelt. Was? Deine Stelle? Eine Stelle, oder? Du kannst dich hier ausruhen. Was? Echt jetzt? Oder ist das eine Falle? It's a trap! The cake is a lie! Du hast einen geschützten Bereich betreten. Jules Pokémon wurde geheilt. Ja, voll nice! Dann muss ich nicht mehr rauslaufen. Cool. Zombies! Oh, da unten war ein Item, habe ich gesehen. Christoph! Oh. Sei Kackschlecker da, ey. Aber Stecker hilft bei dem gar nicht so. Sehe ich gerade. Der zieht ja mal gar nichts ab. Ha! Sieh mal einer an. Guck mal einer, guck. Bitte, jetzt direkt. Oh nein. Dankeschön. Dankeschön. So, ich laufe jetzt direkt wieder zurück. Was? Das ist so nice. Oh. Mist, dieser Geist ist nicht identifizierbar. Bla bla bla. Und wir haben 21 Uhr. So, ich möchte dieses Item haben.
Oh, das ist so ätzend, ne? Ich kann auch nicht mal gegen diese Drecksgeister hier kämpfen. Und dann plöppen die immer auf. Ein Nugget! Geil, kann ich verkaufen. Oh! Oh, Leute! Ich könnte gleich mal wieder was trinken. Das schmeckt nämlich so gut. Was ist denn da von der Ton? So. War das so? Ich habe meinen Fernseher leider so leise, weil sonst hört man das am Mikro. Mach mal Glut. Ich laufe jetzt gleich auf jeden Fall erstmal wieder zurück und lass mich heilen. Okay, das ist hier nicht so gut. Oh. War ja irgendwie klar. Ich wechsle mal das Pokémon. Ups. Ich spiele gerade mit einer Hand, deswegen ist es ein bisschen. So. Lecker Schmecker. Ah, mit der Decke ist auf jeden Fall schon viel geiler. Konfusion. Ja, doch. Ich weiß aber immer noch nicht so ganz, welche Attacken jetzt gut gegen Geist sind. Auf jeden Fall die, die keinen Körperkontakt haben. Also Körper an Körper, meine ich jetzt. Also ich wollte zurück auf die Plattform. Die geile Plattform. Oh, da hätte ich eben gar nicht zurücklaufen müssen. Verdammt. So eine nette Frau, ne? So. Ach, noch ein Item. Ich brauche Blut. Was ist los mit denen? Die sind alle ganz komisch drauf. Oh, drei Pokémon. Nebulak, Gengar, Alpollo. Ich habe immer gedacht, das heißt Apollo, nicht Alpollo. Hm. Wird schon irgendwie seinen Grund haben. Nebulak heißt wahrscheinlich Nebulak, weil es irgendwie so im Nebel rum. So ein schwarzes Loch im Nebel oder so. Gengar. Keine Ahnung, warum das so heißt. Alpollo wahrscheinlich wegen Albtraum oder so. Aber das ist jetzt mal wieder alles Halbwissen und so. Aber wer weiß auch, warum Leute Pokémon so genannt haben, wie sie jetzt heißen. Ach man, Christoph. Was soll das denn? Shannon. Nein! Ich hab mich verdrückt. Oh Mann, ey, eben gerade.